Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Kein Fallen Problem Order. für Wir dich, oder? machen weiter hier in der Inquisitorenfestung, wo wir letzte Folge auch aufgehört haben. Und zwar hier haben wir ein paar Gegner besiegt. Wir müssen nach da hinten bringen das Holocron zurück, zu unserer Aufgabe. Und ach guck mal, hier gibt es gar keine Kisten, weil da steht nämlich oben 0 von 0. Und ja, wir sind jetzt in der inneren Festung. Hier gibt es anscheinend gar nichts zum Sammeln. Das heißt, wir können eigentlich mehr oder weniger durchlaufen. Wir brauchen uns hier um gar nichts zu kümmern, außer natürlich um die Gegner mal. Was? Ah, ne. Ich glaube, es war noch, weil er gerade noch gehackt hat. Natürlich immer noch mit unseren Zweilichtschwertern, womit wir natürlich die Gegner deutlich schneller besiegen können. Wenn man sie natürlich treffen würde. Weil ich immer noch nicht ganz genau weiß, wie das mit der Steuerung da funktioniert. Oh, mit dem Fußtritt in die Eier. In den Kopf war das. Wie komme ich auf Eier? Oh, das ist mega effektiv, die Fähigkeit. Doria hat wieder irgendwas gefunden. Scan, okay, hier diese Wand. Ein imperiales Dojo. Was war das gerade? Oh nee, nicht schon wieder du. Ah, der. Ja, schön, dass ihr eure eigenen Truppen flammt. Ich könnte mich zurückziehen. Oh, ihr Zitter! Ich laufe überhaupt nirgendwo weg. Nein, 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 nein. Hör auf. Böse. Ich will dich da reinschubsen. Dafür wirst du bezahlen. Ja, indem du stirbst. Genauso bezahle ich. So bezahle ich aber die Rechnung, indem ich einfach den Auftraggeber umbringe. Alter, was ist das? Jedi erreicht. Der hat einen Speicherpunkt. Ich kriege dich. Der hat wieder diese komische Bildverzerrung gesehen. Wie viele Gegner kommen denn hier überhaupt? Zieh mich zurück. Oder muss ich irgendwas abschalten, dass die Gegner nicht mehr kommen? Ich meine, ich kann hier zwar schön Punkte sammeln, aber habe ich am Ende auch nichts von. So gut, einen Fähigkeitspunkt kriegen wir auf jeden Fall noch. So, du bist jetzt auch tot. Jetzt ändert sich das schon wieder. Okay, was bist du für einer? Du bist einfach. Oh, Alter, nicht schon wieder so einer hier. Bei diesen sind relativ einfach, aber langsam nerven sie. So, was soll ich denn überhaupt machen hier? Muss ich irgendwas hacken oder so? Droide, kannst du irgendwas machen? Können wir was scannen, aber bringt mir auch nicht so viel. Auf jeden Fall alle Brotplatten hier da. Oh, vielleicht durch die Tür durch, wenn die Tür gerade offen steht? Wir können doch nicht von mir wollen, dass ich hier stundenlang hier stehe und irgendwelche Dinge mache. Bereite dich auf den Tod vor! Kann ich bitte aus der blöden Ecke da raus? Deine Schläge sind langsam! Stim! Weil der lass mich doch mal bitte bewegen. BD, ich brauche Hilfe! Okay, jetzt habe ich doch mal kurz mal einen Stim reingehauen, weil es mir sonst doch ein bisschen zu gefährlich wird. Die Entwickler übertreiben auch hier ganz schön mit den Gegnern hier. Wie komme ich jetzt eigentlich mal weiter? Okay, die Kamera hält mich gerade irgendwo fest. Soll mir irgendwas zeigen. Ah, jetzt können wir uns eigentlich hier reinhacken. Okay. Och nee, wie viel Gegner denn noch? Ihr seid langsam wie Esvetor hier. Zellenblock. Ich werde definitiv nicht aufgeben. Komm, schießt. Geht in Ordnung. Vorrücken, los! Wir müssen nur eine Lücke finden. Verdammt, schießt die Köpfe ein! Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich nach da oben, da könnt ihr mich eh nicht treffen. Dann müsst ihr zu mir runterrennen. Oder irgendwie. Oh, da ist ja auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen da hinten. Komm, schieß. Wo habt ihr mich? Der eine von euch ist gerade gestorben. Na komm, schieß. So, tschüss. Noch irgendwo einer, der besiegt werden will. Wer geht jetzt freiwillige vor? Okay, gibt anscheinend keine. Komm ich da rein? Nein, das ist ein Fenster. Kann ich das kaputt schlagen? Nein, kann ich auch nicht. Unrealistisch. Gut, wann ist Star Wars schon mal realistisch, aber. Ich meine jetzt von der Star Wars Realistik her. Warte, wo war der jetzt? Da oben steht auch noch einer. Komm, schieß.
Passt auf, wo ihr hinzielt! Du bist als einziger nur noch übrig. Natürlich kannst du nur noch aufpassen, wo du selbst hinzielst. Okay, da können wir nicht rein. Jetzt brauche ich kurz mal die Map. Okay, das zu. Okay. Das heißt, wir müssen woanders lang. Und zwar, warte mal, hier war ich doch schon. Wo sind wir denn hier überhaupt genau? Es muss also hier irgendeinen anderen Weg geben. Oh, da ist ja schon wieder einer, ey. Wo kommen die denn alle her? Spawnen die immer wieder neu, oder? Cal, ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Okay, anscheinend müssen wir jetzt immer wieder Gegner hier in diesen Bereichen besiegen. So lange, bis wir hier irgendwas hacken können. Ah ne, wir können direkt damit was drücken. Wird man hier ein das war sogar ein Doppellichtschwert. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich, wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Okay, anscheinend müssen wir jetzt da hinten durch. Ich lenke die Verstärkung genau ab und stoße dann zu dir. Könnte ein Vorwurf sein. Damit kommen wir hier Droide? Raus. Droide? Hast du irgendwas entdeckt? Wenn der Geräusch macht, heißt das, ich weiß, dass er irgendwas entdeckt hat. Festungszitadelle ist auch ein automatischer Speicherpunkt, von daher wird wahrscheinlich wieder irgendwas Schwieriges kommen. Okay, anscheinend können wir irgendwas drücken, vermutlich die Brücke ausfahren. Hoffe ich zumindest. Ja. Okay. Aber hier sind so viele alternative Wege, aber hier gibt es ja nichts zu entdecken, laut Karte. Also weiß ich gerade mal gucken. Auf der Karte nochmal nachschauen, genau. Ich muss jetzt hier geradeaus auf das Teil zugehen. Und es gibt ja auch laut Karte hier keine Geheimnisse, also keine Kisten und keine Dingensbumser. ED1. Du bist ein echter Freund. Okay, scan. Sicherheitssysteme. Okay, kommen wir hier weiter? Gar nicht. Aber warte mal. Okay, das wäre zu einfach gewesen. Muss ich hier irgendwo was drücken? Nein, muss ich nicht. Das heißt, ich komme wie weiter? Ach, da geht's. Ja, das letzte Teil, wo ich natürlich dran gucke, geht natürlich. Wie konnte ich das auch wieder übersehen? War so einfach. Nee, das fährt sogar mit mir mit. Finde ich immer nett von dem Teil. So, ich meditiere erstmal ganz kurz und speichere hier erstmal schon mal einmal ab, dass wir erstmal das Medipack wieder zurückkriegen und vor allen Dingen auch wieder volle Lebensenergie. Warte mal, ich könnte mal, obwohl ich glaube, zwei Dinge nutzt jetzt gar nicht. Hier wird er doch gerade irgendwas gucken. Genau, scannen wieder. Alles klar, ist hier oben natürlich noch was, weil die Dinge haben so hier nicht umsonst hingesetzt. Können wir da vielleicht irgendwas schießen oder so? Nö. Nope, geht nicht, okay. Dann wird aber auch bei dem anderen nichts sein. Dann rein in die gute Stube, würde ich sagen. Oh, Verhörkammer. Das haben wir nämlich in der vorletzten Folge, müsste das sein, gesehen, den Raum hier. Das ist dieses Teil da hinten. Oh, Hallöchen. Du hast dein Schwert ja wieder zurückbekommen. Triller so ein Duo. Den kann ich einfach runterschubsen? Nein. Also ich glaube, wir müssen wahrscheinlich wieder... wahrscheinlich wieder das mit dem Zweierschwert benutzen. Okay, runterschubsen kann ich dich nicht. Dann kannst du mich hoffentlich wahrscheinlich auch nicht runterschubsen. Okay, das hätte ich blocken müssen. Okay, ich treffe sie immerhin ab und zu mal. Wahrscheinlich werden wir auch mal ein Medipack benutzen müssen. Es sei denn, der beendet wieder vorher den Kampf.
automatisch. Also ich meine, das mit der das Spiel. Jetzt denke ich, nenne Frau jetzt hier der. Ja. Trilla, du hast sehr viel durchgemacht. Und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Okay. Okay, der Stelle wird nicht gespeichert. Hey, kann ich diesen Block... Oh, fuck. Wahrscheinlich wieder irgendeine Erinnerung. Ich brauche dringend ein Medipack. Sehr dringend, mittlerweile sogar. Alter, kannst du mal bitte einmal kurz abhauen und mir ganz kurz mal mich heilen lassen? Endlich. Toll, jetzt hat die Heilung auch fast gar nichts mehr gebracht. Okay, jetzt haben wir erstmal noch ein paar Mal uns geheilt. Komm, Lichtstatue, das müssen wir auch schaffen. Das ist so schwierig, den Stim zu nutzen, habe ich auch nicht gedacht. Boah. Hey, kann man das eigentlich irgendwie blocken oder so? Hilfst du mir mal, bitte? Okay, jetzt habe ich gerade nicht gedrückt. Ich bin auch gar nicht an die Taste oder so gekommen. Kann ich die eigentlich verlangsamen oder so? Stimmt. Boah, das geht. Okay, ich hätte noch früher bedenken sollen, dass man das vielleicht auch mal machen könnte. Okay, wir haben das Holocron. Trilla ist besiegt. Ich habe das Holocron. Ich muss das tun. Was? Es ist vorbei, Trilla. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nie. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Trilla. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Ist denn da? Okay, das sieht nicht gut aus. Ist es auch. Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Kerl! Nein! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. Okay, wir machen es aber natürlich nicht. Okay, wird auf jeden Fall gespeichert. Ich muss anscheinend gegen Darfi kämpfen, aber er hat gar keine Lebensenergie, von daher denke ich mal, das ist wieder mehr so ein... Gib auf! Testzeug. Jetzt muss ich irgendwas drücken. Ja, jetzt mal Ziel. Stirb und schließ dich deinem Orden an. War die falsche Taste. Warte, was stirbt direkt? WTF? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich müsste ja eigentlich direkt beim Kampf wieder spawnen, beziehungsweise jetzt hier da beim Start, weil da wurde ja gerade abgespeichert. Hoffe ich zumindest, ja. Okay, er blockt erstmal alles. Ich glaube, ich muss das nämlich, jetzt habe ich es noch nicht verstanden, aber ich muss es da machen, dass ich das auf ihn draufschmeißen kann. Ja, das war auch. Ich schmeiße alles auf uns drauf. Da kommen sogar noch Sturmtruppen auf uns zu. Okay, jetzt weiß ich mal nur, wenn man diese Brücken hier braucht. Ich glaube, wir müssen schnell weg. Okay, Wall One. Dann darüber. Oh Gott. Noch ist die Brücke da, aber nicht mehr lange. Das Anspringen hatten wir schon die ganze Zeit, aber das andere meinte ich. Hatten wir das schon über? Fuck, warte mal, wo ist hier der Knopf da? Los, weg hier! Komm! Aufzug im Brandfall nicht benutzen. shit, der schneidet die Tür. Komm, fahr los, du scheiß Ding. Fahr los, du scheiß Ding. Okay, wir fahren jetzt mal weg. Die Alien Isolation Information. Taktischer Leitfaden, Darth Vader. Ich habe übrigens auch gelesen, dass man dort anscheinend auch Informationen über den Kampf selbst findet. Also wenn den Gegner am besten besiegt. Okay, jetzt sind wir erstmal an einer Ebene. Kommt da Darth uns hinterher? Wir haben ihn abgehängt. Ich, der wird doch bestimmt gleich den Fahrstuhl holen und selbst hochfahren. Ja gut, obwohl fährt Darth im Fahrstuhl. Hier. Okay, wir sind anscheinend da einfach nur weiter. Also, gibt es hier irgendwas zu finden? Nee, gibt es nichts zu finden. Alles klar. Das ist wirklich nur Storygebiet hier. Anscheinend wird das wohl auch noch ein Endboss sein. Vielleicht sogar der Endboss. Wer weiß. Tyler, hörst du mich? Sie antworten nicht. Der gute Darfi. Ich bin ganz sicher. Reason, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Sei bereit. Ich hab das Protokoll. Aber wir nicht geschafft. Wir? Ich bin gerade erschrocken. Y. Fast die falsche Taste gedrückt. Kommt Droide, R. Ja, komm, schön hacken. Wo ist das Droide? Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Nein, 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 nein. Oh! Überraschung, Überraschung! Ihr werdet die Kinder nie bekommen! So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das! Nein! Nein! Ja! Stark mit der dunklen Seite. Zier. Ich kann sie in ihr spüren. Zier! Zier! Hey! Hört mir zu! Ihr habt doch eine Wahl! Haben wir wirklich so viele Beatmungsgeräte dabei, dass wir uns das leisten können. Und der Druide ist auf jeden Fall noch da, das ist gut. Ich habe zumindest das Gefühl, dass wir den am Ende nicht mehr haben werden. Obwohl, wissen wir doch eigentlich. Weil müssen wir den ja auch später für Sachen, die wir nicht gefunden haben, auch Türen hacken können und sowas. Geschafft, Kleiner.
geschafft. Pass bloß auf, Kerl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte, halt, Moment. Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Wohin jetzt? Vertraue nur der Macht. Schließe die Geschichte ab. Sind wir jetzt schon durch mit dem Spiel?